Ich begrüße euch ganz herzlich hier in Transimworld 2. Wir befinden uns auf der Strecke Köln-Aachen, fahren heute mal mit der Baureihe 423 auf der S19 in Richtung Düren. Da vorne steht es. Ich habe das Szenario noch nicht angefangen, weil ich nicht direkt mit Verspätung starten möchte. Daher mal ganz kurz das Vorgerede. Jetzt an der Stelle, ich habe ein neues Mikrofon, nur zeitweise ist es in diesem Sinne ausgeliehen. Vielleicht hört ihr einen kleinen Unterschied. Ihr könnt mich ja gerne wissen lassen, ob es besser ist als vorher. Vielleicht hole ich mir tatsächlich dauerhaft auch mal ein neues Mikrofon. Das an der Stelle, das ist das New Journeys Paket. Das ist aktuell in Steam zum verringerten Preis zu kaufen. Für, ich glaube, aktuell 4 Euro irgendetwas. Und dann dachte ich, ja komm, schlage ich jetzt mal zum Sale und dann starten wir. So, direkt mal die Türen auf. Zu dem Paket kann ich dann gleich mehr sagen. So, Türen sind auf. Dann gehen wir einmal ganz kurz hier ran und machen uns PZB und LZB an. Batterie ist an, Federspeicherbremse ist gelöst. SIFA, ja komm, lassen wir uns heute mal die SIFA aus. Dann können wir ein bisschen mehr Klimaanlagen machen wir aus. So, dann haben wir Fahrgastraumbeleuchtung an. Okay, das passt soweit. Zack, einmal runter. Machen wir die Türen schon mal zu. Buchfahrplanleuchte können wir uns schon mal anmachen. Ein bisschen runter dimmen. Spitzensignale auf Signallichter. Und dann können wir losfahren. So. Dann befreien wir uns. Und wir dürfen mit 50 ausfahren. Hier vorne noch eine Lok abgestellt. Ah, so muss das sein. Herrlich. Okay, wir dürfen schneller fahren. Und gleich aber jetzt hier einen Hansaring halten. Oh, das wird eng. Okay, die erste Tür. Ja. Erster Halt schon mal ordentlich verkackt. Ja, was unter anderem ziemlich cool ist hier bei dem Fahrplan, ist, dass wir jetzt hier ganz, ganz viel Rollmaterial abgestellt haben. Also wirklich extremst viel. Gucken wir uns gleich nochmal an, wenn wir fahren. So, wir fahren mal los. Die fährt sowieso aus, um halt, damit wir uns halt gewisse Sachen angucken können. Also hier noch ein Talent oder Talent, wie auch immer. Ein paar Intercity-Wagen stehen hier, Güterwagen, da Autoverladewagen stehen da. Und hier vorne auch wirklich massig an Rollmaterial. 101er, ICEs, Intercity-Wagen ohne Ende. Also wirklich, so muss das wirklich sein. So, ab hier dann 70, 80 und 70 aber angekündigt. Hoch mit der Geschwindigkeit. Herrlich.
bisschen Instrumentenbeleuchtung angemacht. Leider ist dieser Lichtbug hier vorne immer noch drin. Bisschen reinbremsen. So, ab hier dann 120, aber da vorne ist schon der Bahnsteig. Und wir bremsen. Die 423 hat echt schlechte Bremsen. Daher gut ordentlich vorher reinbremsen. Aber der Bahnsteig hier ist etwas länger. Noch gleich diese Haltemarkierung hier aus. Ich habe die schon tausendmal abgeschaltet. Okay, wir sind schon ein bisschen verspätet. Daher halten wir jetzt einfach mal an. So, Türen auf. Ich muss mal einmal ganz kurz in die Einstellung. Ich weiß, da gibt es auch eine Tastenbelegung für, aber hier Zielmarkierung würde ich gerne aus. Haltetafeln auch bitte aus. So, anlegen und zurück. Ja, das ist die 423 aus München, Augsburg. Da wurde halt in diesem Sinne nicht viel dran geändert, weil hier auf Köln-Aachen fahren zwar auch 423 herum. Allerdings hat die 423 auf Köln-Aachen keine LZB. Wir haben hier LZB verbaut. Und der Innenraum ist halt auch nicht der akkurate von Köln-Aachen beziehungsweise von den 423ern von der S-Bahn Köln, sondern es ist halt einfach wirklich nur der Innenraum der 423 aus dem Bereich München. Es ist also im Grunde genommen ein, nicht viel mehr als ein Repaint. So. Aber mit dazu kommt halt eben auch dieser neue Fahrplan, wo jetzt viel mehr los ist auf der Strecke in den Bahnhöfen, wobei uns jetzt bisher nicht besonders viel vorbeigekommen ist, ehrlicherweise. Aber ein Blick im Fahrplan verrät schon, dass wirklich da ordentlich mehr verbaut ist. So, einmal Vollstoff. So, da hinten ist schon der Bahnsteig. Also Leistung wieder zurück und bremsen. Und dann halten wir gleich in Müngersdorf. Ein bisschen sogar zu früh gebremst. Hier noch ein Stellwerk. Dann gehen wir runter mit der Geschwindigkeit, ja, 60 am Bahnsteigsanfang, das passt ganz gut. Gute Frau, Sie stehen da komplett am Bahnsteigsende, da geht es nicht mehr weiter. Oh, ich sehe da was. Moment. Ich muss einmal ganz kurz hier aufstehen und lassen Sie mich durch. Ich bin sogenannter Lokführer, der auch gerne Verkehrsleitkegeln hinzufügt bei Pfützen. So, Türen zu. An unserem Verkehrsleitkegel vorbei.
Öffner. Hier gelten 140 und dann halten wir in Köln-Lüwe nicht als nächstes. Dann mal hoch. 140 ist auch unser V-Max. Das steht auch bestimmt hier irgendwo. Oder auch nicht. Das steht bestimmt draußen dran. Gucken wir uns gleich an. Da kommt uns jemand entgegen. Einmal Lichtsignal. Moin. Ups, wir sind so schnell. Schachbretttafel, sehr schön, dass das hier verbaut ist. Eine 120er Ankündigung. Wir sind zu früh wieder reingebremst. Etwas zu vorsichtig. Wir sehen auch unsere einzelnen Zugdaten. Okay, dann sind wir hier in Köln-Löwenich. Ja, ich hab's mir tatsächlich gemerkt. Köln-Löwe nicht. Okay, so, Anker werfen und halten. Halt an. Jawohl. Verspätung, das halte ich für ein Gerücht. So ein Schwachsinn. So. Oh, ich sehe schon wieder etwas. Also, wir stellen nicht nur Verkehrsleitkegeln auf. Nein, wir stellen noch Zutrittverbotenschilder auf. Okay, also das funktioniert nicht. So, Türen zu. Bremse schon mal anlösen. Und Bremse ist gelöst. Bremszylinder leert sich, sehr gut. Na, es war ein bisschen zu viel Leistung auf einmal. Kollege, hallo. Oder Kollegin. Köln-Weidenwest. So, wir müssen bremsen. Da sehe ich schon die Weiden des Westens. Na, nicht schlecht, ein bisschen hier Sturmtrassen verbaut. Kurzer Bahnsteig. Also müssen wir echt bis ganz vorne ranfahren. Da kommen auch schon die Passagiere.
und Türen links auf. Gucken wir uns mal ganz kurz hier die Stromtrassen an. Ja. Ja, okay, nicht ganz eingehängt. Aber naja, darum geht es ja auch gar nicht in dem Spiel. Es geht eher hier um diese Stromtrassen, wenn man so möchte. So, Tür zu. Frechen Königsdorf. In 2 Kilometern. Ah, jetzt schon verspätet. Was soll's. Da müssen die frechen Königsdorf halt ein bisschen warten. Was auch immer das hier ist. Sieht aus wie ein UFO, das hier mal abgestürzt ist und dann hat man einfach mal hier so ein bisschen was drumherum gebaut. Oder so. Ah, schön, hier vorne ändert sich so ein bisschen die. Nicht das Schotternetz, sondern die. Die. Ja, die Fahrbahn, wenn man so möchte. Ja, mir fällt einfach nur der richtige Begriff nicht ein. Die einzelnen Holzbalken, Holzschwellen. Also hier ist es dann kein Holz, offensichtlich. Ja, es ist aber Holz, oder? Wir gucken gleich. Hier scheint es auf jeden Fall jetzt Beton zu sein. Oh, wir sind ein bisschen zu schnell. Also Anker werfen. Schau an, da vorne kommt ein Regionalexpress. So, Türen auf. Den Kollegen grüßen wir einmal. Na, so. 146, sehr schön. Und auf geht's. 423025-4. Interessant ist, war nicht interessant, sondern ziemlich schlecht gemacht ist, ehrlicherweise, dass hier erstmal München steht. Okay, wir dürfen 140 fahren und dann sind wir in Horren. Was nicht ganz unser letzter Halt ist. Wir haben noch ein bisschen was vor uns. So, auf die 140 können wir auf jeden Fall hoch. So, Leistung runter, 140 sind erreicht. Das ist wirklich eine gute Brücke zum Trainspotten bestimmt. Zu erwarten.
Müssen wir natürlich bestätigen. Okay, da hat der PZB-Magnet, der 1000-Hertz-Magnet, war jetzt wohl nicht aktiv. Na gut, dann fahren wir jetzt mal mit 80 weiter, das muss jetzt auch bestätigt werden. Machen wir auch, mal gucken. Da jetzt aber. Und Horn haben wir ein rotes Signal vor der Nase. Das ist aber nicht unser letzter Halt, ne? Nee. So, 500 Hertz Leuchtmelder geht gleich hier vorne an, wenn wir an diesen Magneten vorbei sind. Nämlich 3, 2, 1, jetzt. Okay, da. Ne, der steht nicht auf unserem Gleis. Ich dachte, der blockiert uns jetzt vielleicht. Okay, Türen rechts auf. Ach, Signal ist grün. Ja gut. Ja, würde ich auch sagen. Also das finde ich echt nicht gut, dass mir. Ach Gott. Wie fährt der denn bitte in den Kreisel rein? Eieiei, das geht gar nicht. Also sowas muss DTG definitiv in den Griff bekommen. Gut, Köln-Aachen ist jetzt schon über ein Jahr alt. Vielleicht haben die es auch mittlerweile in den Griff bekommen, aber echt. Das, ach Gott. Ich meine, das ist halt direkt am Bahnsteig, ne? So. Man kann das ja eigentlich fast schon aus dem Führerstand heraus sehen. Okay. Erstmal mit 25 weiterfahren. Wir sind immer noch unter der 500 Hertz Beeinflussung. Und wir befreien uns. Jawohl. Und dann dürfen wir 140 fahren. Sindorf dann in 2,3 Kilometern. Okay, das muss bestätigt werden. Also schwill ich halt wieder runter. Jawohl, auf unter 85. Das haben wir jetzt erreicht. Und fahren jetzt mal gemütlich mit 80 weiter. Können wir jetzt nicht. Und dann sind wir gleich schon in Sindor. So, jetzt haben wir uns befreit. Und hier vorne der Bahnsteig.
recht kurzer Bahnsteig. Sehr, 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 sehr knapp, aber es hat gereicht. Zack. Das ist doch ein nettes Bild. So, genug Fotos gemacht für heute. So, 80 dürfen wir, glaube ich, fahren. Ne? Nee, gar nicht. 140 dürfen wir fahren. Okay. Und dann Bühr. Dann kommt Merzenich und dann Düren. Ja gut, dann haben wir jetzt ordentlich ein bisschen Fahrt endlich mal. Also einmal Hebel komplett durch, den Fahr- und Bremskombi-Hebel. Und hoch auf unser VMAX 140. Ich finde 140 fühlen sich einfach unglaublich schnell an in der S-Bahn. Also man hat vorher die ganze Zeit von Haltestelle zu Haltestelle gebucht ist und dann aber zwischendurch noch 140 fahren kann, dann fühlt sich das echt an wie ein Hochgeschwindigkeitszug. Es ist aber was vollkommen anderes, wenn man mit dem ICE 300 fährt und dann auf 140 runterbremsen muss, dann fühlt sich 140 so. Dann fühlt sich 140 so an, als wenn man einfach nur schleichen würde. Schon interessant, diese Relativität von Wahrnehmung, von Geschwindigkeitswahrnehmung, beziehungsweise der Kontext, der in nahezu jeder Form immer eine Rolle spielt in unserem Leben. Und hier ist es nun mal der Kontext der vorher gefahrenen Geschwindigkeiten, der ganz stark die aktuelle Wahrnehmung von der Geschwindigkeit beeinflusst. Ich komm, also wir heben euch ab, so komme ich mir vor. So, 3,4 Kilometer drauf noch. Das geht aber dann. Das geht dann auch so ultra schnell. Zweigleisig, beziehungsweise viergleisig. Aber das hier ist halt praktisch die S-Bahn-Trasse, die war da kurz eingleisig. Und jetzt wird sie aber viergleisig. So, dann lassen wir mal rollen. Ankündigung. Da vorne ist dann höher.
Bühe ist auch, glaube ich, ein Stadtteil von Gelsenkirchen, ne? Aber muss man nicht kennen. Also weder Gelsenkirchen noch Gelsenkirchen-Bühe. Da gibt es definitiv schönere Orte. Also ich will nicht sagen, dass das eine Punktlandung war, aber das war eine echte Punktlandung. Ich bin stolz auf mich. Und das könnte hier auch mal ruhig sein. Nein, Quatsch. So, Kollege. Was haben wir vorne? Ach, guck mal, das sieht ein bisschen aus wie Gelsenkirchen. Ach, guck mal, das sieht aus wie Gelsenkirchen. Naja. Ich hoffe, ich habe keine Zuschauerinnen und Zuschauer aus Gelsenkirchen. Und falls doch, schaut an, wir haben eine Strecke in Gelsenkirchen, im TSW. Okay, genug Gelsenkirchen-Shaming betrieben. Türen zu. Und dann fahren wir zu unserem letzten... Nee, gar nicht. Doch. Merzenich. Haben wir dich schon in Merzenich gehalten? Hä? Wo haben wir denn gerade gehalten? Bühr. Ich hätte schwören können, dass wir schon im Märzen nicht gehalten haben, aber okay. Horem, Frechen, Königsdorf. Löwenich. Löwenich. Ja, ich hab's vermutlich damit verwechselt. Hier, das ist natürlich bedingbar. Das Rollo hier an der Seite haben wir, glaube ich, keins. Ne? Nee. Da bin ich ein bisschen zu schnell. Da kommt ein Talent 2. Was ich so interessant finde an dieser Anzeige hier unten, die ja praktisch auf der linken Seite unsere Bremskraft anzeigt, auf der rechten Seite unsere aufgeschaltete Leistung, ist, dass wir hier auf der rechten Seite die Anzeige haben mit der Anzeige Kilonewton pro Fahrmotor und hier auf der linken Seite haben wir aber die Gesamt-Kilonewton-Anzeige, also mit allen Fahrmotoren zusammen. Finde ich auf jeden Fall interessant, dass das so unterschiedlich ist. Okay, Türen links auf. Oh, passt noch gerade so.
Was kommt denn da? Eine 187. Sehr schön. So, aufpassen, da vorne ist noch ein Haltzeigensignal. Die dürfen wir eigentlich gar nicht gegen anfahren, ne? Ach, aber jetzt ist es umgesprungen. Dann befreien wir uns auch. Sehr gut, hat geklappt. Ab hier auf dem Weg zu unserem letzten Halt heute in Düren. Hier wird es wieder die S-Bahn-Trasse eingleisig, dafür dann aber mit 140 befahrbar. Da wieder die Schachbretttafel. Also schon schön, dass an sowas gedacht wurde. So, 2 Kilometer noch. Und wir müssen runter mit der Geschwindigkeit. Das musste bestätigt werden, also schnell runter auf unter 85. Vielleicht noch ein bisschen mehr bremsen. Gut, haben wir erreicht. Das war eine 60er-Ankündigung, ne? Hier gelten die dann. Vorsignal Wiederholer. Ah ne, war gar kein Vorsignal Wiederholer, ne? War, glaube ich, kein Vorsignalwiederholer, sondern der hat uns einen verkürzten Bremsweg angezeigt. Gut, das hätte natürlich bestätigt werden müssen. Geht auf meine Kappe, also doch mit einer Zwangsbremsung kommen wir dann in Düren an. Ist okay. Ist okay. So, Wechselblinken, also 45 maximal. Sonst gibt es die nächste Zwangsbremsung. Da steht noch eine S-Bahn. Hier wird auch gleich irgendwas einfahren. Hier ist nämlich ein grünes Signal. So. 500 Hertz Magnet ist auch aktiv. Kommt da schon irgendwas? Nee, leider jetzt nicht in absehbarer Zeit. So, mit 5 Minuten Verspätung kommen wir dann an. Ohne Zwangsbremsung wären es nur 4 gewesen. Gut, dann danke ich euch ganz, ganz herzlich fürs Zusehen und
hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht es gut. Alles Liebe, alles Gute.